Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3. Ich habe ultra Bock. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bin sogar so süchtig, dass ich offline ein bisschen einfach nur Mobs getötet habe und so zwei Level gemacht habe. Einfach nur Gegner gekillt. Heute habe ich gesagt, machen wir hier weiter Pentales. Die Hauptmission. Ich habe auch ein bisschen was Neues gelernt. So ist nicht. Pentales ist hier unten. Es wird hier unten weiter. Da geht's weiter heute. Guten Morgen. Guten Morgen, lol. Moin Leo, moin Skoppel, moin Tatja. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass ihr... was geht hier ab? Was hier los? Ich habe mich auch dazu entschieden, alles, was nicht vertonte Cutscene ist, zu überspringen. Das spart euch ein bisschen mehr Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich den ganzen Mist durchlesen will. Wenn es wirklich durchlesen will, kauft euch das Spiel, genießt es, aber wir werden ab sofort alles überspringen, was nicht Cutscene ist. Alles überspringen, was nicht explizit Cutscene ist. Okay, mysteriöses Geräusch, das machen wir noch schnell. Ich bin hooked. Das machen wir noch, bevor wir bei der Hauptstory weitermachen. Oh, da vorne ist ein 40er. Stimmt. Da wollen wir aber gar nicht lang. Ein 40er. Ich habe offline, erinnert ihr euch noch, in Folge... Boah, am Anfang, 5, 6 oder sowas. Gab so einen riesen Dinosaurier. Den habe ich besiegt. Der war Level 46, habe ich besiegt. Einfach besiegt. Wie geht's euch? Skoppel, Leo, wie geht's euch? Gut, das freut mich. Ich hoffe, dass du diesen Sonntag mit dabei bist beim RAV-Projekt. Skoppel, morgen geht der Level 1 Run weiter. Freust du dich schon? Kommt die Uhrzeit an? Community-Projekt ist immer um 12. Sonntag um 12 ist immer der Community-Tag. Hab auch schon eine Idee, was wir nach RAV machen. Raft. Raft. Ja, also ich habe auch schon mir ein bisschen was zurechtgelegt für ein Tipps und Tricks Video. Ich weiß, das ist auch mal eine Frage an euch. Ich habe Xenoblade jetzt privat gespielt, bestimmt so 30 Stunden. Und hochgeladen sind wir jetzt bei Folge 3. Meint ihr, das kommt komisch, wenn ich jetzt ein Video hochlade mit Guides und Tricks und sowas, obwohl ich im Let's Play auf YouTube halt noch nicht so weit bin? Eigentlich nicht, oder? Ich kann da beides parallel machen. Weil es gibt echt schon ein paar Sachen, die ich jetzt auch über die letzten Tage herausgefunden habe, die ich meinem Vergangenheits-Ich schon gerne sagen würde. Also ich wäre glücklich, wenn mir das jemand am Anfang gesagt hätte, mit das Knowledge, was ich jetzt habe. Meint ihr, das kommt gut an? Ja, oder? Ja, kannst du wohl machen. Offnir First Try. Wetten nicht. Der muss mich ja nur einmal treffen. Nee, Offnir werde ich nicht First Try schaffen. Übrigens, Opti-Gruffi,
danke für den Offline-Follow. Ich sehe es gerade vor 9 Stunden. Ich muss sagen, Offline-Follows finde ich immer am geilsten. Offline-Follows sind halt auch nicht so normal, ne? Offline-Follows mache ich. Das Witzige ist, hier war ich schon, weil ich, wir hatten mal in irgendeiner Folge, hatten wir hier vorne diese Kiste gesehen. Die wollte ich unbedingt haben. Die habe ich mir offline geholt gestern. Das habe ich schon gemacht. Also ich bin da links entlang. Mal gucken, wo wir jetzt hier lang sollen. Sollen hier runter? Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Mittwoch übrigens kein Stream. Morgen Level 1 Run. Mittwoch Streampause. Mittwoch wird es auch sehr heiß, über 30 Grad. Und ich hole Mittwoch neue VGAs ab. Da habe ich leider keine Zeit zum Streamen. Aber dann Donnerstag wieder mit Mario Kart. Ich hoffe, Skoppel, du bist am Donnerstag dann auch dabei. Oh. Die müsst ihr immer angreifen. Ausrufezeichen geben immer seltene Sachen. Donnerstag Mario Kart, habe ich auch extrem Bock drauf. Ey. Ich bin so scheiße. Ey, ich bin so. Wieso hat der denn nicht angegriffen? Ich habe es 10-mal gedrückt. Er wollte einfach nicht. Hat ja mit dir eventuell dann auch, ne? Donnerstag Mario Kart. Für alle, die das auf YouTube sehen, Leute, das war schon lange vorbei. Könnte aber sein, obwohl, ne. Mario Kart Turnier ist auch schon längst vorbei. Also, wir sind in der richtigen Timeblase. Also, wenn ihr das seht, ich habe das vor 2 Wochen aufgenommen. So gefühlt. Warte mal ganz kurz, kann ich nicht auch mich teleportieren? Ich laufe hier die ganze Zeit wie so ein Depp. Ja, wir teleportieren uns mal dahin. Lol. Wieso laufe ich denn? Hier geht's auch weiter. Hier haben wir ja die Kolonie befreit als letztes. Genau. Gegen Möbius gekämpft. Ich habe hier auch schon ein paar Side-Stories gemacht. Die waren, habt ihr auch nichts Wichtiges verpasst oder so. Es war wieder nur hin und her laufen und ein bisschen quatschen. Und jetzt geht es hier weiter, genau hier oben geht es jetzt weiter. Da bin ich extra noch nicht weitergegangen. Da weiß ich also nicht, was da kommt. Habt ihr was von Alt F4 mal gehört? Meint ihr oder hättet ihr Bock darauf, dass ich mal in Alt F4 reingehe? Hallöchen Nobu, wie geht's dir, mein Bester? Geht's dir was besser? Bist du auf dem Weg der Besserung? Er wird 40 wieder. Ah, müssen wir bald besiegen. Bald müssen wir die besiegen. Ich könnte die vielleicht sogar jetzt schon besiegen. Da eine Elite macht mir da halt Sorgen. Ich überlege gerade, schaffe ich den? Na, ich habe keinen Bock, hier wieder hinzulaschen. Ich lass mal. Der Entzug macht dir zu schaffen. Ja. Das glaube ich dir. Manchen fällt es schwer, manchen fällt es leicht, von Zigaretten wegzukommen. Bei anderen schwer. Ich weiß auch nicht, wie lange du schon raus und wie viel du geraucht hast. Aber diese Nikotinsucht, es ist ja nicht nur der Nikotinsucht, ne? Auch was. Oha! Was ist das denn? Einfach ein Drache. Müssen wir gegen ihn kämpfen? Ist das der erste Drache, den wir sehen, ne? Wir haben schon einen Dino gesehen und einen Riesenaffen. Was das? Oh ja. Jetzt geht's ab. Schwanz abschlagen, gibt eine Waffe.
Ich muss sagen, die haben das zwar geregelt mit diesen Helden und den Klassen, dass man andere Waffen hat, andere Waffen haben kann, aber ich hätte mir auch, Level 30, was ist das denn? Ich hätte mir auch was gewünscht im Sinne von, dass ich verschiedene Waffen mir holen kann. Also hier, ich habe ja diese Chakrams. Ich hätte gerne andere Chakrams noch, so wie Ellenring mäßig. Das fehlt mir ein bisschen, aber sonst gibt es eigentlich nichts, was mir fehlt. Ach, ich habe übrigens auch... Hä, was ist hier los? Ich habe auch den Mega-Händler gefunden. Der war ganz versteckt, da muss man durch einen Tunnel gehen und Rätsel lösen. Das wäre halt auch was fürs YouTube-Video. Also wenn ihr das jetzt hier hört auf YouTube, das YouTube-Video über Tipps und Tricks, das war schon da und ich verlinke euch das, falls ich dran denke. Ansonsten fragt einfach nochmal in den Kommentaren. Ungut-Rager. Kann nix. Komm her. Oh, der haut so viel Schaden raus. Kaum weg. Habt ihr den Schaden gesehen? Übrigens, der heftigste Damage-Dealer aktuell ist Juni. Diese Doppel-Schusswaffe, die ist so krass. Juni macht so ultra viel Schaden, vor allen Dingen in der Angriffskette. Jahrelang und knapp eine Schachtel am Tag. Oh, krass. Eine Schachtel am Tag ist halt schon viel, ne? Das ist gut, dass jetzt aufhört, das freut mich. Und hallo, Tatja. Wie geht's dir, Tatja? Der arme Drache. Something about this sparking noise. How would I know? Just cancel the interlink or something, I guess. It only starts after an extended period, after our bodies start to heat up. To me, it sounds like a warning for something. A warning? What do you think will happen if we leave? Kopfschmerzen schon wieder? Oh nein. Es tut mir leid. I don't have much desire to find out. Think it's something dangerous? Well, it can't be anything fun. You expect balloons and confetti with that noise. Maybe not. Ich habe übrigens einen neuen Stuhl, Leute. Endlich einen neuen Stuhl mit zwei Armlehnen. Das ist doch mal was, oder? Oh, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Konsul-Action. Looks like that backfired on you, didn't it? Noch zwei Armlehnen. Ja, ich habe ja bei Backforce 10 Jahre Garantie. Also wenn ich die wieder umhaue bei Mario Kart, dann kriege ich eine neue.
You're making it sound like I took some huge risk. Aw, come on now, guys. Jay's been on the bench all this time. I get why he might be a little stimulated by a bit of drama. Well, it was pretty dramatic, I'll give you that. You seem pleased with yourself. P.O. Noch eine neue. Does he now? Is it our turn to shine? I don't know. I've got zero idea what's going through his brain sometimes. Not even you? I'm sure M could tell you. Not that she's shown herself recently. What could it be? I do hope it's something fun. Let's be off, though. Right, yo! Have a good one. Nur kurz Hallo sagen, das freut mich. Gute Besserung weiterhin. Genese dich gut. Das zum Beispiel ist jetzt hier nicht vertont, ne? Und dann habe ich gesagt, das überspringe ich. Jetzt geht's hier weiter. Im Prinzip, ich denke mal, die meisten werden das sowieso machen. Im Prinzip kann man ja eh alles überspringen. Weil das, was man... direkt hier bei mir? Oder hinterm Berg? Nee, direkt hier, krass. Weil... Oder? Ja, direkt hier, geil. Weil das, was man machen muss, das sieht man ja sowieso. Man hat immer dieses I, also im Prinzip muss man auch gar nicht die Story erleben und wissen, worum es geht. Das ist fürs Spiel an sich eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Okay, let's get it open. Ether-Kanal, wo? Oh, da. Mach mal. We have to mine this. Oh, da hinten ist noch was. Eine Truhe oder so. Ich kann euch schon mal als Tipp geben, jeder, der das sieht und überlegt, was zu spielen. Einer der Tipps, die ich euch geben kann, ist, sammelt jede Kack-Kiste ein. Nicht wegen dem Inhalt unbedingt, sondern weil ihr dafür SP bekommt. Und SP ist so das Wichtigste, was ihr überhaupt bekommen könnt. Scheiß mal auf Erfahrung und so. SP, das ist das, was wichtig ist. Deswegen sind auch die Nebenmissionen wichtig. SP ist der Shit, ich sag es euch. SP ist das, was wichtig ist. Und mir ist aufgefallen, das Game ist zwar eigentlich ein Rollenspiel, aber ganz eigentlich ist es ein Sammelspiel. Ihr müsst so viel sammeln. Soll ich hier übernachten? Ja. Okay. Übernachten wir mal, ne? Let's rest and heal up. Können wir Stufe steigern? Mal gucken, wie viel ich habe.
30.000 Bonus-EP. Level 42. I definitely feel stronger. Geil. Ich habe mir sagen lassen, Level 100 ist das höchste. Juwelen habe ich auch ein bisschen gelevelt. Hier können wir nochmal einen machen. Bin auch dazu entschieden, alle zu leveln, auch wenn ich nicht alle benutze. Aber ich will alle auf maximalen Level haben. Ach, ich sollte übernachten, ne? Let's rest and heal up. Jetzt kommt Save Story. Mit Tyon, den ich nicht mag. Immer noch nicht. Ah, there you are. I don't want to mither, but aren't you on tent duty today? Oh, I'm sorry, I forgot. I'll head back in. It's all finished. Huh? We already packed it all up. Then what was the point of telling me? Don't you have better things to do? Hey, you owe us one. I'm just joking. Are you okay? What do you mean, okay? These last few days, it's been a lot, right? That's why you're concerned? Yeah, you got it. Ja. We were worried. Your problems are our problems. Ich sorg mich gar nicht um den. Just because someone says they're doing okay, doesn't mean everything actually is fine with them. You know, there's a word for people like you. Hmm? Busybodies, all of you. Now, Tyon, that is completely uncalled for. Huh? You two really must be bored stiff. Good grief. Everyone needs to let off steam. Is my life that entertaining to you? I'll allow it. Hey, that watch. Our lifetimes run for 10 years only. But this pocket watch has already lived for longer than that. By being passed from Nimue's hands to mine. What Guernica said to us on that battlefield. I don't know what you made of it exactly, but frankly, to me, it was a load of nonsense. Not even enough to push us together. Hmm. But that's changed. If Nimue's life is represented by her dreams, then in remembering those, I carry her life with me. Perhaps now, I can give a purpose to my life. She'd live on, if I were to pass her dreams on to others. Also ich muss sagen, Lance ist ganz schön muskulös für 10. Und Ethel ist ganz schön fraulich für 10. Das ist schon ein bisschen komisch. Wenn man überlegt, dass die alle nur 10 sind. Reif, sagt man. Mhm. Ganz schön reif für, Alter. Why you're here now? That's half of it. What's the other half then? Oh, well. In fact, just forget it. Oh, come on. You've already told us that much. Might as well give us the whole story. This is just not the place or time for it. That's all. Lame. Still. It was a nice chat. Dreams in objects. Moin, Rocket. Wie geht's, mein Bester? Thanks, Tyon. Ich muss nur sagen, ich habe ja ein paar Lieblingszuschauer. Ich glaube, das wissen auch einige. Und Rocket ist definitiv einer davon. Oh, sure. Anytime. Neo. Weiter geht's. Oder ist das so wie mit den Kindern, die man hat? Darf man keine Lieblingskinder haben? Darf ich keine Lieblingszuschauer haben? We'll have to climb
up here to exit the Great Falls area. If you're having a hard time, Mimi, I'll be more than happy to carry. So singst du wieder im Game. Ach, hör auf. Soll ich dir mal sagen, wie süchtig ich bin? Nur unter uns. Gestern Stream ausgemacht. Gestern Stream ausgemacht. Die Switch in die Hand genommen. Ins Wohnzimmer gesetzt und weitergezockt. So süchtig bin ich. Sogar kurz überlegt, ob ich die auch mit ins Bett nehmen soll, die Switch. Aber ich konnte mich zügeln. I'm going in. Ja, aber so eine Sucht hatte ich schon seit Elden Ring nicht mehr. Also Beginn der Elden Ring-Zeit. Und es ist nicht nur die Story, die ist mir tatsächlich sogar fast egal. Für mich ist es tatsächlich mehr das Sammeln, das Erkunden und das Leveln. Die Story ist mir scheißegal, obwohl das ja das komplett krasse Story-Game ist, ne? Ich könnte auch stundenlang, das habe ich ja auch gemacht, stundenlang einfach nur Mobs vermöbeln. Von A nach B latschen. Und das war's. Krank. Moin Clasher! Schön, dass du auch wieder da bist. Alle geheilt. Vernichtung. Ja, ist so. Echt nichts Besseres, als wenn dich ein Game so richtig fesselt. Da hast du recht. Stahlspalter 4. Fällt mir ein, das müsste ich einmal wieder wegmachen.
denke, die nächsten Games, die mich so fesseln werden, es kommt auch ein bisschen drauf an. Obwohl, es könnte auf jeden Fall PSO 2 sein, falls ich das mit der Community zocken kann. Es könnte Herr der Ringe Gollum sein. Ja, schon mal drüber gesprochen, aber es wurde ja gerade verschoben auf unbestimmte Zeit. Das neue Zelda könnte es sein. Was kommt denn so als nächstes? Dieses Jahr noch geiles. Final Fantasy, Crisis Core, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das relativ lang ist. Mario Kart wird uns wieder fesseln, Leute, ich sage es euch. Wenn da einmal jetzt die DLC-Strecken wieder da sind, wird das wieder so gesuchtet. Da werden wir dann auch öfter nochmal in Mario Kart gehen, aber ganz sicher. Ganz sicher. Oh, da hinten ist wieder eine Maschine. Ich habe auch offline eine Maschine repariert. Das war auch ein bisschen assi, muss ich sagen, aber... Oh, hier ist ein Ether-Kanal, nehmen wir mit. PS5 läuft auch 1A, was meinst du? Let's harvest some ether. Oh, was denn hier? Ach stimmt, ich erinnere mich, sorry. Ich kann mir nicht alles merken, ey. Sei mir nicht böse. Ja, stimmt, aber ich erinnere mich. Geil. Geil, das freut mich. Und was zockst du da drauf? Aktuell? Noch Piranhas? Schnurrt wie ein Kätzchen. Alles zu Hause auseinandergebaut, ja, das kenne ich. Das kenne ich. So muss das aber auch sein. So muss das auch sein. Wenn du einen neuen Fernseher hast oder eine neue Konsole oder ein neuer PC, irgendwie sowas. Oder Heimkino. Da muss erstmal alles, das muss ja richtig auch eingebaut werden. Das muss vernünftig eingebaut werden. Mit einem neuen Kabelsystem, alles sauber gemacht werden. Fühle ich auf jeden Fall. Was sagst du zu China? Ich hatte eigentlich auch vor, das zu spielen, hatte aber irgendwie keine Zeit dafür. Und Horizon Zero Dawn, da gibt es doch schon, da gibt es ja nicht Forbidden West, den zweiten Teil. Wieso spielst du nicht den zweiten Teil? Ach ja, verweisen. Ach so. Forbidden West kostet 80 Euro? Dragon Slayer! Phantom Slayer!
charge over now! Time to win up the big guns! Are you Dragon tail! Dragon tail! Ach, Deluxe-Version, 80 Euro. Kina ist mega geil. Ja, Sekiro ist leider nichts für mich. Sekiro ist leider gar nichts für mich. Sekiro, so ein geiles Game. Das Geile ist, glaube ich, ist aber leider nichts für mich. Leider nichts für mich. Wenn ich Angriffe verfehle, das tut mir so weh. Deploy field! We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gun. This is a worth our time. Let's end this quick. Make it quick with the shirt off. Hyper reload! Super storm! No! Ich frage mich auch immer noch, was Senna nach dem Kampf sagt. Bin ich ja auch ehrlich. Ich verstehe das immer noch nicht, was sie sagt. Sie sagt wahrscheinlich, I'm the girl with the gun, aber das klingt halt nicht wie Gun. Safe. Habe ich doch safe. Easy. Das ist easy für mich. Komm, ich juckt's. Unter der Cap. So, wie das mal aus. Abgeschlossen.
Ich habe irgendwie 300.000 Gold. Und ich habe keine Ahnung, wofür man so viel Gold braucht. Ich habe Unmengen an Gold. Weiß nicht, weil ich mit dem ganzen Gold soll. Ich habe auch das Gefühl, dass mir bestimmt irgendwo habe ich mal einen Stein vergessen. Hier, man kann bei denen halt auch nichts Gutes kaufen. Das ist alles Müll. Alles Müll. Mal kurz wegen Juwelen gucken. Ich habe das Gefühl... Ah ja, ich wollte auch hier den einen von der Liste nehmen. Den... Eine Liste, genau. Krapf, Viscera fehlt mir und Aquadornzahn. Keine Ahnung, wo es den gibt. Let's keep things on a tight loop. Oh, Hallöchen. Och, das sind ja... Ja, ist nicht Viecher normal. Otter. Ein Otter. Simosotter. Einfach ein Otter. Mit einer Muschel. Also das Gegnerdesign, das ist ja mal anders geil. Guckt euch den mal an. So viel Liebe zum Detail. Fühle ich, feier ich. Da kann man hochklettern. Das mache ich auch direkt mal. Boomerang? Ne, das kenne ich nicht, das Game. Was musst du denn da machen? Auch mit viel mit Frust zu tun. Oh, weiß nicht, ob ich das will. Ah, so ein Battle Royale Gedöns. Mahlzeit, Lotzke. Ich habe am Anfang des Streams habe ich gefragt, Alt F4, jemand, was würde mich da sehen? Niemand hat es gesagt. Ich glaube, ich würde mich auch in Alt F4 sehen. Weil ich so ein Pro-Gamer bin. Ich könnte das halt einfach rocken, ne? Ich könnte das dir einfach so rocken. Das ist nämlich die Sache. Das verstehen die Leute wieder nicht. Wir haben bestimmt ultra gut in Alt F4. Oh, ups. Einfach runtergefallen. Abfahrt. Ja, ich habe aktuell so viele Projekte am Laufen. Ich habe Crash Bandicoot nicht mal weitergemacht und ich habe Pokémon Reborn auch nicht weitergemacht. Also ich kann nicht 1000 Sachen gleichzeitig machen, weißt du? Is that? That's Keves Castle, all right. First time seeing it. Yeah. Same level of elaborate as Castle of Agnes. Can also see Great Sword on left. Are we going through with this? No. I see it's far too risky now. The area will be under strict guard. But downslope, we could go via the forest. Magda Wildwood, huh? Der Magda Wald. Doesn't sound too bad to me.
Beim nächsten Bossfight will ich Power Rangers hören, Skoppel. Halt dich schon mal bereit. Das ist dein Job. Nur für dich habe ich das hier drin. Oh, wen haben wir denn da? Waifu Numero Uno. Oh, well, never been this far in before. Me neither. The last time I had an audience with the Queen, she had come in person to the war front. Commander Ethel, Fornis Forward, Armies Colony 4. Reporting in as ordered, Your Majesty. It has been some time, hasn't it? Mom, I'm elated to find you in good stead, Your Majesty. That you would grace us with your presence is an honor above my station. We can dispense with the stiff preambles, Ethel. N? Mom? N. Consul N. That's him. N. The head honcho of Kavesi Consuls himself. The Golden Consul. What is that? The Annihilator. The latest weapon in our military arsenal. It utilizes breakthroughs in application of the Annihilation Effect. You've harnessed it. Not only is its power without equal, it has another exquisite benefit. Let me show you. What? You mean right here and now? Indeed. This will be its finest hour. The Urion Mountains. A terrible shame. Her Majesty has a soft spot for them. Please do not think ill of me. Ja, schön spannend, ich sage es euch. Kriegen die das auch mit? Oh ja. What was that? Just thunder, innit? Brighter than any lightning I've ever seen. Still ringing in ears. Where did the light come from? No idea. But this can't be good. What incredible power! Its effective range has no discernible limit whatsoever. What are you? I'm saying an attack like the one you just witnessed can be delivered. Freust du dich, Lotzke? So you mean to use this weapon against Agnes? If you're to use this, then what about the clocks? Who said anything about using it on Agnes? Mom? The next target. Will be this.
Das freut mich, Lotzke. Das freut mich. Schon gezeigt, mein neuer Stuhl ist da. So, und wie es hier weitergeht, Leute, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Xenoblade. Like auf dem Video lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.